This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. Er hielt seine Faust nur 8 Zentimeter vom Körper des Journalisten entfernt. Und hu! Der Mann fiel in den Pool. Weil du das Manipulator benutzt, hu! Wird der Mann einfach davonfliegen. Bruce Lee. Habt ihr von ihm gehört? Nein, er war kein Yogi, okay? Er machte eine Vorführung. Also kam ein Journalist und fragte ihn. Er war doch noch nicht so bekannt in Hollywood. Er war gerade erst nach Hollywood gekommen. Und es wurde darüber geredet, weil er einige Vorführungen machte und fast übermenschlich war. Die Leute redeten also darüber. Ein Journalist kam, um ihn zu interviewen, und fragte ihn. Okay, die Leute reden über all das. Gib mir eine Demonstration deiner Kraft. Also bat Bruce Lee ihn, hier zu stehen. Er befand sich in einem Schwimmbecken. Das Schwimmbecken war 3 Meter entfernt. Er stand hier. Der Beckenrand ist 3 Meter entfernt. Er sagte, steh einfach hier. Und er hielt seine Faust nur 8 Zentimeter vom Körper des Journalisten entfernt. Und hu! Der Mann fiel in den Pool. Ein 85 Kilo schwerer Mann fiel durch einen 8 cm Faustschlag in den Pool. Einfach so? Das ist alles. Nicht so. Einfach. Das ist alles. Weil du das Manipulaka benutzt. Hu! Wird der Mann einfach davonfliegen. Das Manipulaka könnte beweglich sein, aber es ist nicht gut, das zu tun. Einige der Leute, die gewisse Arten der Kampfkünste ausüben, machen ja Manipulaka beweglich, um bestimmte Dinge zu demonstrieren. Das ist ganz und gar nicht gut. Sobald du gelernt hast, dein Manipulaka auf eine bestimmte Art und Weise zu bewegen, um Demonstrationen und Ähnliches zu geben, wird solch eine Person nicht lange leben. Also ich sage das nicht nur in Bezug auf ihn, denn er ist sowieso tot. Das ist leicht zu sagen, nicht in diesem Zusammenhang. Ahnungslos haben sie diese Dinge in einigen der Filme gezeigt. Es gibt Yogis, die ein Manipulaka bewegen und Dinge tun. Solche Leute bewegen sich nie körperlich. Sie sitzen an der gleichen Stelle. Sobald dein Erhaltungszentrum herumbewegt wird, bewegst du deinen physischen Körper nicht. Du sitzt immer in der gleichen Stelle. Ich denke, in einigen dieser Kampfkunstfilme haben sie das ahnungslos gezeigt, ohne zu wissen, was es ist. Einige ältere Menschen sitzen da, irgendjemand fällt herunter, aber sie sitzen immer. Habt ihr das gesehen? Denn jemand, der sein Manipulaka bewegt, sollte seinen Körper nicht bewegen. Wenn er seinen Körper bewegt, wird er nicht lange durchhalten. Er muss gehen.